Hallo meine Lieben, und zwar habe ich ein neues Video für euch. Und zwar war ich mit meinem Mann gerade ein paar Teile einkaufen. Ich habe heute meine neue Kette hier an. Das ist so eine Zweierkette. Die war mal für 1 € bei Kick gewesen mit den zwei wunderschönen Steinen hier. Ich fand, die passt gut hier zu dem Pulli. Deswegen habe ich die mal angezogen. Ich hatte meine Weste mit dem Kuscheligen an. Dann habe ich hier die neuen Ohrringe, diese Schleifen habe ich an. Dann habe ich hier mein Ohrdings da an, der Stecker an. Ich habe meine neue Haarklammer, könnt ihr die sehen? Habe ich drin, die mit dem Fell. Ja, ich liebe es einfach. Ich liebe auch diesen Kleid, dieses Kleid hier. Das ist ja von Lonnie Tones. Könnt ihr ja, glaube ich, sehen. Ich liebe dieses hier. Ach, schön kuschelig. Genau. Ja, und ich habe mich geschminkt. Ich habe diesen von Essence, diesen mit dem Ring, probiert. Mit diesem Stempel. Und ich hätte ganz durchziehen müssen, den Eyeliner-Strich. Na, ich teste mich noch so ein bisschen ran. Ich habe meine BB-Cream drauf von Müller. Mein Rival auf Smi-Lippenstift, die Nummer 10. 291 Blond, mein Augenbrauenstift vom Action. Und diesen Rouge von Trended Up. Sonst habe ich nichts drauf heute. Ja, und mein Puder von Aldi. Genau. Ja, sonst habe ich heute nichts so drauf. Meine Haare, die sind Naturlocken hier. Naturlockenpracht. Und ich wollte die heute einfach mal hochstecken mit meiner neuen Klammer. Genau, ich war bei Rossmann gewesen. Ich war beim Lidl gewesen und bei Nettomarkt. Ich habe hier von Rossmann von Ideenwelt meine Einkaufstasche benutzt. Muss ich das ja gleich wieder hier dran machen. Hier haben wir den Rossmann-Beutel. Ich finde den Beutel richtig schön. Und zwar habe ich genommen von Babytream für 1,69 die Wickelunterlagen. Die brauche ich ja für meine Hunde. Und da gab es auf Babytream gibt es 20%. Die habe ich bekommen. Genau, waren 34 Cent, die ich gespart habe, aber immerhin. Dann hat Catrice eine neue LE raus. Da habe ich mir diesen Lippenstift geholt. Ist so in Samtoptik. Aber richtig schön. Steht aber keinen Namen dran. Und guckt euch mal diesen wunderschönen Lippenstift an. Und oh mein Gott, der riecht auch gut. Der riecht unglaublich gut. Und der ist cremig. Das sieht man so schon. Genau. Den habe ich mir genommen. Das ist meine Farbe. Genau. Dann habe ich für 95 Cent zweimal mein Rotbäckchen Immunstark genommen. Dann habe ich für 3 € ein paar zerquetschte für meine Hunde Trockenfutter geholt. Ich meine, der war bei 4 €, 5 €, irgendwie sowas. Genau, dann ist der wunderschöne Beutel leer. Den werde ich gleich wieder hier reintun. Ich muss mal gerade ein Schlückchen Sprudel trinken. Bei uns geht heute Abend hier im Dorf der St. Martinszug. Genau. Ja, ich habe mir irgendwo eine kleine leichte Erkältung eingefangen. Man merkt, die Nase, die läuft und der Hals tut so ein klein bisschen weh. Ich trinke die ganze Zeit schon meinen Salbeitee und Kamilletee und meine Zitrone-Ingwer-Bonbons. Und damit es erst gar nicht so richtig rauskommt, genug einwerfen. Und es hilft aber auch. Es hilft auch. Etwa vorgestern waren die Halsschmerzen ein bisschen doller. Und heute habe ich schon fast gar nichts mehr, ne? Aber man merkt, wo doch die Nase lauter putzen. So, dann hopp, hopp, hopp. Holen wir mal die große Tüte hier. Für 1,09 € kam beim Nettomarkt Paprika-Chips, habe ich mir geholt. Im Lidl war für 1,49 € meine Sticado-Sticks im Angebot, aber die habe ich schon geschnackelt. Dann habe ich mir noch mal zweimal die großen geholt. Ich trinke ja momentan
von den kleinen Flaschen. Weil aus den kleinen Flaschen trinke ich irgendwie mehr. Ich trinke mehr am Tag. So 3 bis 4 Flaschen trinke ich am Tag. Und hier sind ja 0,5 drin. Und so, ja, so 3, 4 Flaschen, 5 Flaschen, die trinke ich am Tag. Von den kleinen. Von den großen halt eben nicht, ne? Aber Karten 2 mit 29 Cent und halt eben den Pfand. Wir haben auch noch Pfand weggebracht im Nettomarkt. Das waren, glaube ich, 2,75 oder wie so. Was hatten wir? Dann für 1,39 war im Nettomarkt diesen Putenbrust 100 Gramm im Angebot. Genauso wie da auch im Angebot für 1,39. Nee, 1,39 war das im Angebot und 1,49 war die Truthahn-Salami. Habe ich zweimal geholt. Dann haben wir geholt, weil er ging bei uns nämlich leer, für 79 Cent der Marke Karat, das ist glaube ich die Eigenmarke vom Netto. Paprika edel süß gemahlen, 50 Gramm, das ging bei uns jetzt leer, deswegen musste ich halt mal nachkaufen. Dann für 1,29 Toastbrot. Ja, für 1,79. Ich habe jetzt statt Magnolien Lieblingsduft habe ich jetzt die Liebe zu Vanille gefunden. Was heißt gefunden? Ich liebe Vanille eh und je, aber jetzt zu der Weihnachtszeit noch mehr. Und dann habe ich mir wieder diese Duft-Teelichter Vanille geholt, haben eine Brenndauer von 4 Stunden, sind 18 Stück drin von Dekor. Muss ich nachkaufen. Ach, jetzt habe ich zwei solcher Paletten. Genau. Dann kam im Lidl für meine Hunde für 1,89 die mit Kalb wieder mit. Genau. Für 1,19 € kam im Lidl von Lord Lison Kräutertee Salbei-Mischung mit Eukalyptus. Würzig und erfrischend. Mal mitnehmen. Genau. Weil den Salbei-Tee, den kriegt man so in der günstigen Variante gar nicht. Den kriegst du halt nur von den teuren Markentees, sage ich mal. Jo, deswegen kam jetzt mal der mit. Ist ja auch Salbei drin. Genau, Euro 9. Mein Mann hat sich auch eine genommen. Dann kam für 1,29 Leberwurst fein mit. 125 Gramm. Hatte ich mal wieder Bock drauf auf Leberwurst. Und für 65 Cent und halt eben Pfand kam diese Cola-Mix hier mit. Genau. Ja, tausende von Zetteln hier. Im Lidl habe ich bezahlt 5,65 €. Im Nettomarkt habe ich bezahlt. Achso, da haben wir zwei Zettel gemacht, genau. Einmal 9,93 und einmal. Ach so, da hat mir den Pfandbon eingelöst. Genau, da habe ich sogar noch 76 Cent wiederbekommen. So, und beim Rossmann waren es 6,45 €. Ne, warte mal. 6,54 €? Nö. Ich habe 34 Cent gespart. Im Rossmann kam ja nur mit das, das, das und das. Warte mal, da habe ich 20% drauf bekommen. Fällt mir jetzt erst auf. Oder hat schon 10% Coupon? Ich weiß nicht, habe ich den unbewusst eingelöst? 20% habe ich hier drauf bekommen. Warte. 3, 4, 5, 5, 8, 9. Ja, knappe 9 € habe ich bezahlt beim Rossmann. Ja, dann kommt es hin. 6,54 € und der Rest, genau. 9 € Patzerquetschte habe ich im Rossmann bezahlt. Genau. Der Action-Typ ist leer. Genau. So, meine Hunde laufen, falls ihr das Getippel wieder im Hintergrund hört. Ja, würde ich sagen, ich räume jetzt mal hier alles weg. Dann werde ich nachher Abendessen machen. Ich mache heute Pommes und so Mini-Schnitzeln und einen schönen leckeren Salat, Gurke und Tomatensalat. Genau, meiner eigenen hergestellten Soße. Ja.
Ja. Und das war's. Ich habe heute wieder in mein Gedankenbuch wieder geschrieben. Ja, der moppelt sich langsam, mein Gedankenbuch. Er wird schon voller. Ich liebe das ja. So, und dann würde ich sagen, wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich mega über einen Daumen nach oben freuen. Erdräumchen ist ein Träumchen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, dann verpasst ihr keines meiner Videos. Und dann würde ich sagen, passt gut auf euch auf, denn das tue ich auch. Bleibt gesund und bis dahin. Ciao. Und schaut gerne auf mein neuen Instagram-Profil vorbei. Baut Jessie, habe ich alles unten in der Infobox. Und halt eben, denkt an die Cashback-App. Ne? Ist ja unter jedem meiner Videos der Link drunter. Mit meinem Link bekommt ihr jetzt 10 Euro Bonus und ihr kriegt halt diesen Cashback, den, wo ihr shoppen geht. Zurück. So, dann würde ich sagen, schönen Abend und bis bald. Ciao.